Wir sind ein Bildungshaus mit unterschiedlicher Belegung. Wir machen in der Woche zwischen 250 und 450 Essen. Durch die räumliche Aufteilung liegt unsere Spülküche genau mitten in dem ganzen Küchentrakt, damit es von beiden Seiten, von beiden Speisesälen aus gut zu erreichen ist, hatte aber den Nachteil, dass die ganzen Speisereste einmal komplett durch die Küche transportiert werden mussten. Da kommt eine Menge zusammen und ist natürlich auch eine körperliche Belastung für die Mitarbeiter. Die Maschine hat Maße wie ein kleiner Kühlschrank, würde ich sagen. Von daher braucht man nicht viel Platz. Die Installation war bei uns relativ unkompliziert. Wir hatten den Platz in der Spülküche, wo wir die Maschine aufstellen konnten. Einen direkten Wasseranschluss braucht die Maschine nicht. Man muss natürlich Wasser haben oder es macht Sinn, einen Schlauch in der Nähe zu haben, damit man die Maschine hinterher säubern kann. Es fällt auch natürlich weg, die Tonnen sauber zu machen, dadurch eben Zeitersparnis. Beim Volumen ergibt sich natürlich auch, dadurch, dass alles zerkleinert wird, ist das Volumen etwas geringer, sodass wir also auch wirklich nur für die Menge, die wir entsorgen, bezahlen. Die Erfahrungen sind sehr positiv. Wir haben nicht mehr die Tonne, wo wir die Essensreste sammeln, die dann nach unseren Geschäftszeiten eben von einem Mitarbeiter des technischen Dienstes abgeholt werden musste, dann eben komplett durch die Küche gezogen werden musste. Und jetzt sind die Essensreste halt eben direkt weg und werden nicht noch irgendwo zwischengelagert. Dadurch ist dann natürlich schon die Sicherheit da. Die Speisereste gehen ja in die Biogasproduktion. Wir nutzen selber in unserem Haus für unsere Heizung die Wärme aus einer Biogasanlage. Und von daher ist das die Sache natürlich schon ökologisch, weil wir den Brennstoff für unsere Wärme selber produzieren.